Hallo und willkommen zurück bei Empyrion. Ja, in der letzten Folge, da waren wir noch auf dem Masperon unterwegs, die halbe Folge, und haben uns noch so ein bisschen äußerst professionell durchgekämpft und sind dann zurück mit Massen an Loot, vor allem hier mit unseren Stahlplatten, denen irgendwie immer noch 40.000 oder so. Toll. Und ja, haben dann draußen nochmal Solarkollektoren gebaut, hier noch ein bisschen was rumgebaut, verändert und die neue Ecke für die Konstruktoren. Und da bin ich auch immer drauf und dran. Den kann man ja auch alles kann man hier eine Farbe geben. Ich könnte hier zum Beispiel sagen, so rot, das ist der Eingang. Grün kommt das fertige Zeug raus, ne? So, das so ein bisschen. Aber ich finde immer die Farben für die Konstruktoren, das sieht immer kacke aus. Wenn die nicht die Standardfarbe haben, sieht das immer doof aus. Da gefällt mir Grau schon eigentlich mit am besten. Aber es beißt sich so ein bisschen mit dem Hintergrund. Dunkelgrau geht. Und du Kleiner, du stellst dann bitte mal noch ein paar. Ich hab gar. Ach so, warte mal. Hier ist ja noch die Sortierung noch nicht drin. Okay. Habe ich ja gar keinen Schotter mehr? Nee. Die Bergbaugeräte können wir heute setzen. Das fällt mir gerade ein. Obwohl ich gerade erst vor 2 Minuten die letzte Aufnahme beendet habe und das da nochmal am Ende angesprochen habe. Da möchte ich nochmal ein paar. Na gut, wobei. Ein paar Stahlblöcke. Mach nochmal 200. 400. Ach komm, ist egal. Du kannst ja ruhig mal was zu tun haben. Ja, wir können mal überlegen. Wo platzieren wir am besten unsere Bergbaugeräte? Ich hätte die schon gern. Zum Beispiel auf sowas wie einem Kobaltvorkommen oder Zaskosium oder irgendwie sowas. Ne? Kobalt wäre möglich. Das gab es Kobalt auf Ningues als Ressource zum Abbauen mit Bergbaugeräten. Das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Also hier hätten wir halt nur Eisenerz, Kupfer, Silizium, Kohlenstoff. Am liebsten hätte ich tatsächlich Bergbaugeräte hier für Eisen und für Kupfer. Pass auf, wir machen das auch erstmal. Wir fliegen mal hier hin, hier haben wir Silizium. Oder wir nehmen Silizium und Kupfer. Was haben wir noch am meisten da? Dann nehmen wir erstmal die beiden. Und später, wenn wir nochmal auf einen anderen Planeten übersetzen, können wir ja hier erstmal so lange Erze abbauen lassen. Eisen haben wir noch da, Silizium haben wir noch da, okay. Wir haben sogar noch 77 Kobaltbahnen. Okay. Kupfer, ja dann Kupfer auf jeden Fall. Und Kohlenstoff ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig erstmal. Gesteinsmehl. Ja komm, dann nehmen wir das, was hier in der Nähe ist. Dann nehmen wir einfach hier Kupfer und Silizium. Dann nehmen wir die beiden. Und, ach ja, da können wir mit dem Bodengleiter hin, denn der ist ja fertig. Dann kann ich euch den endlich mal zeigen. So, dann geht es zum Kupfererzlager. Und der Eingangsbereich, ja, gefällt mir. Es wird bald Nacht. Pass mal auf. Bevor es jetzt richtig Nacht wird, wenn ich da hinfahre, dann wird es nämlich noch schneller Nacht. Dann gehe ich jetzt mal schlafen. Vielleicht auch zweimal, dann ist auf jeden Fall Tag. Ja, komm. Fällt nicht so auf im Weltraum. Ne? Im Weltraum ist gefühlt immer Tag. Wenn man nicht gerade im Schatten eines Planeten ist oder so, ist es oft relativ hell. Sofern Stern vorhanden. Wenn keiner vorhanden ist, bist du auch nicht in einem Sonnensystem. Ne? Klar. Okay, dann hole ich ihn jetzt mal raus. Den Bodengleiter. Da oben ist er. Objekt erzeugen. So, hat auch schon mal eine schöne Form, oder? Ich habe das so ein bisschen ründlich gemacht. Hier überall Schubdüsen, hat auch so einen Booster dran. Und dafür müssen wir dann später mal noch eine Garage bauen. Am besten, wie gesagt, das ist eigentlich fürs Wasser gedacht. Aber können wir jetzt mal für die beiden Kupfer, für die Erzlager nehmen. Ja, und von oben hat das eine recht moderne Form. Genau. So. Gut, dann steigen wir mal ein.
sanft betreten. Das ist auch so ein Legacy-Cockpit, was ich hier übrigens verwendet habe. Gibt ja viele verschiedene Cockpits, aber das ist noch eins von ganz, ganz, ganz damals. Und die kann man immer noch bauen, das ist ganz cool. Und das fand ich ganz gut, das sieht auch ein bisschen maritim aus. Wie der Rest. So. Power an. Ja, aber Kraftstoff fehlt natürlich. Oh, da hat aber jemand große Treibstofftanks eingebaut. Okay, machen wir es mal so. 11%. Habe ich es wohl gut gemeint. Ich glaube, ich habe eigentlich nur zwei kleine Treibstofftanks drin. Ne, wir gucken jetzt mal, wie lange das hält. So. Ah, Leertaste einmal ein bisschen nach oben. Ja, schwebt dann auch ein bisschen in der Luft. Oh Gott, ey. Entschuldigung. Ich fand es lustig. Ja, dann können das losgehen. Und das Teil, dem Teil habe ich halt auch so einen Booster verpasst. Und da steht da, wenn man den baut und man aktiviert den irgendwie, hat man auch mal so einen kurzen Sprung, kann man damit machen. Aber ich weiß gar nicht. Was ist denn die Boost-Taste? Bildinhalt speichern, F7, okay. Schild ist X, ja. Aber ich weiß nicht, was die mit Boost-Tasten meinen. Das ist so ein bisschen... Keine Ahnung. Auf jeden Fall fliegt es sich mit dem deutlich besser als mit dem Hoverbike. Und... So, hier ist es. Dann platzieren wir jetzt das Teil. Ich habe übrigens die Option wieder gemacht, dass wir da unendlich abbauen können. Es dauert ja trotzdem eine Weile, bis sich hier was ansammelt. Von daher alles im grünen Bereich. So, und das wird auch nur grün, wo man, glaube ich, was abbauen kann. Wenn ich das jetzt hier platzieren wollte, ne, da ist kein Erzvorkommen, kein Erzlager, da geht's nicht. Aber hier geht's. Und dann baue ich das Teil jetzt mal hier hin. Und die anderen sind natürlich noch mal ein bisschen... größer. Dann können wir das auch ruhig mal befüllen. Ich weiß gar nicht, ob ich mit Shift links klicke, ob er das automatisch gemacht hatte. Und es sind 37 pro Stunde. Das ist nicht viel. Ne? Das seht ihr selber. Quellmaterial ist jetzt nicht so super. Also trotzdem wir jetzt diese Abbaugeräte haben, ist es nicht so, dass wir jetzt unendlich Ressourcen haben, nur weil die automatisch abbauen und weil die Erzlager unerschöpflich sind. Das dauert trotzdem eine ganze Weile. Also von daher kein Problem. Das macht uns jetzt nicht so unfassbar viel einfacher, nur arbeiten wir halt nebenbei, wenn wir irgendwo unterwegs sind oder so. Das ist eine ganz, ganz coole Geschichte. Ich weiß gar nicht, kann ich denn Erzlager klein, ca. 100% übrig? Ja, okay. Das ist auch ein kleines Siliziumlager, aber das sind alle klein, denke ich. Ne? Woran liegt denn das, dass das Quellmaterial 37%? Hat man da irgendwie Einfluss drauf oder wird das besser durch die anderen? Durch die anderen Bergbaugeräte. Wenn die besser sind, dass dann auch die Ausbeute besser ist. Also man baut da allgemein mehr ab. Muss immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man da nicht hängen bleibt. Ach übrigens, mir fällt ein, wir wollten Heckspoiler bauen für unseren Raumgleiter. Für unsere Blackstar. So, einmal nach unten gleiten damit. Ja, vorsichtig reinkommen, genau. So, und... Ne, das gefällt. So, ja, okay. Auch hier, wie viel Prozent? Auch 37. So. Ah ja, okay, links, Shift, Linksklick, ballert automatisch alles rein. Cool. Ja, geht doch. Ja, und die machen jetzt so nebenbei ihr Ding. Und wir können von dannen gleiten. Werden die mir eigentlich markiert? Ja, okay, da sind jetzt so kleine Reißzwecke, heißen die so? Was ist Reißzwecke eigentlich für ein Wort? Genau. Die sind jetzt hier markiert. Könnte ich mir auch selber nochmal markieren, aber ich hoffe, ich merke mir das. So, mit dem Teil kannst du halt auch sehr gut übers Wasser fliegen.
Das ist kein Problem. Da könnten wir jetzt einfach hier. Ihr habt doch gesagt, so ein Pool wäre ganz cool. Ursprünglich wollte ich eigentlich das nur so als Luftkissenboot bauen. Deswegen auch so diese runden Formen. Und dann dachte ich, naja, warum nicht? So, wir nehmen mal den Bohrer in die Hand. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen Promethium finden. Ich wollte es ja nur mal testen. Aber es fliegt sich oder fährt sich auch ganz gut. Ja, das ist... Genau. 1000 Lebenspunkte hatte dieses Promethium, okay. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass so viel war. Acht Promethium. Ja, gut. Aber würde funktionieren. Das klappt ganz gut. Haben wir jetzt nicht zwingend nötig, nach Promethium Ausschau zu halten. Man könnte theoretisch direkt hier drunter eine Garage... Achtung! Eine Garage bauen. Ja, passt da aber nicht durch. Huch. Komm mal hoch. So, danke. Vielleicht doch eher hier drüben, so irgendwie so halb an Land und dann ins Wasser rein, das Teil. Leider keine Rückspiegel, die habe ich vergessen anzubauen. So, ich platziere die Kiste erstmal hier. Hat, glaube ich, auch die ein oder anderen Frachtplätze. Ja, zwei Frachtboxen, Kühlschrank und zweimal Holz. Warum auch immer, ich weiß nicht, warum ich hier Holz und Erze eingebaut habe. Naja, gut. Ja, ist nur so eine Idee. Wenn es euch zu albern ist, lasse ich gern mit mir reden, dass wir es einfach auch wieder desintegrieren und die Materialien für was anderes verwenden. Ah, das war mal so eine Eingebung, die ich hatte. Und ursprünglich war das Teil Hautfarben. Ja. So, hier wächst langsam. Okay, Getreide. 12 Getreide. What? So viel? Und Gemüse. So, man braucht es nur ernten. Das wächst dann einfach wieder nach. 2 Gemüse. Ja, 48 Getreide. So viel? Ja, nicht schlecht. Achso, ich wollte hier ran. Bauen wir noch ein paar Burger zurecht. Energieversorgung steigt weiter, dauert natürlich ein bisschen. Achso, wir könnten mal was futtern. Ich habe noch so eine Notration, da hau ich mir die erstmal rein. Bastelt der noch die Stahlblöcke zusammen oder ist er schon fertig? Schon fertig. Hatte ich denn... Moment. Wo gab es denn hier die Bohrer? Hier, großer Mechaniker. Ja, genau. Vielleicht können wir die schon bauen, das wäre geil. Die brauchen wir, großer Bohrer mechanisch. So, sonst, M-Schubdüsen reichen locker. Und mehr... Braucht das Teil dann auch gar nicht. Hä? Ach ne, Moment, Bodenkleider, hier. Genau. Was braucht man denn dafür? Stahlplatten? Okay, Stahlplatten haben wir da. Motoren kriegen wir auch zusammen, mechanische Komponenten auch. Dann würde ich mal... Wir können mal eigentlich so einen Gleiter selber bauen für unsere Bohraktion unten unter Tage. Das könnten wir mal machen. Ich überlege gerade, ob 6 oder 8 von den Teilen.
Gibt auch die kleinen, aber. Zweimal drei. Also zwei Dreierreihen übereinander sozusagen. Reicht vielleicht erstmal so, dann gucken wir mal. Gucken wir durch, was wir alles so für einen Bodengleiter brauchen. Wir brauchen natürlich als allererstes, falls das jemand noch gar nicht gesehen hat, wie man sich so ein Schiff zusammenbaut. Wo waren denn diese Teile? Hier. Als erstes Starter Bodengleiter. Das gibt es auch für die Raumschiffe, fürs Kleine und fürs Große und für die Basis. So, für die Basis haben wir ja schon mal gemacht. So, wir brauchen den. Halt, warte mal. Da können wir den ja auch hier herstellen lassen. So. Den brauchen wir. Dann brauchen wir für einen Bodengleiter gibt es nur. Gibt es da nur die S-Blöcke? Ist das ein normaler Block? Kohlenstoffsubstrat. Na gut, wir können sehr kleine Stahlblöcke einfach bauen. So, mach mal davon welche. Oder vielleicht eher du hier, warte mal. Bau du mir die kleinen mal zusammen. Sollte locker reichen, die 200. So, wir brauchen aber noch ein paar andere Sachen. Ich gehe mal durch. Das brauchen wir nicht, das nicht, das nicht, das auch nicht. Container-Kontrollelement. Detektor brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Lagererweiterung, mal gucken. Erze und Holz bräuchten wir. Da müsste es dann eigentlich nur direkt drin gesammelt werden, der Schotter. Ich weiß jetzt nicht, wofür die Lagererweiterung ist. Maximale Volumenkapazität 125 und 32 KLE. Ich weiß nicht, was KLE ist. Und das erweitert es um nochmal 125. Kann ich auch gleich so ein Ding nochmal bauen. Okay, egal. Wir probieren es jetzt mal mit. Ach, nee. Ach, nee, warte. Das erweitert dann. Wir brauchen nur eins. Wir machen mal noch zwei Erweiterungen dazu oder so. Okay, Scheinwerfer. Ja, wäre nicht schlecht, ne? Ventilatoren brauchen wir nicht, O2-Tank brauchen wir nicht, Station brauchen wir nicht, Kühlschrank brauchen wir nicht. Generator, da nehme ich mal einen normalen, keinen kleinen. Treibstofftank, nehmen wir mal einen normalen, reicht vielleicht einer. Dann Cockpits, da gibt es zwei verschiedene, die jeweils auch unterschiedliche weitere Optionen dann nochmal haben. So, dann Bodeneffektantrieb und Schwebesystem. Heißt eigentlich, wenn wir uns einen von denen hier bauen, müsste reichen. Und das meinte ich vorhin mit dem Booster-System. Da steht, dieses Gerät erzeugt einen kurzen, aber starken Kraftimpuls, der es dem BG-Bodengleiter ermöglicht, einen Sprung auszuführen. Ich weiß aber nicht, welche Taste dafür notwendig ist. Schreibt es mir gern. Schubdüsen. Da würde ich einfach M nehmen. Warte mal. Das müsste reichen. Ich bräuchte theoretisch, also ich würde, ich hätte jetzt zwei für hinten genommen, die nach hinten wegstrahlen. Einen nach vorn, einen nach links und einen nach rechts. Für oben und unten bräuchte ich ja theoretisch nicht, weil ich Schwebesystem drin habe, oder? Falls doch, können wir nochmal welche nachbauen, kein Problem. So, RCS, oh ja, da weiß ich immer nicht wie viel. Baue mal 4, keine Ahnung, wird wahrscheinlich zu viel sein, egal. Andockplatte ist dann, wenn man ein großes Raumschiff hat und man möchte kleine Raumschiffe oder Bodengleiter drauf parken, brauchst du das noch. Brauchen wir aber nicht. So, das haben wir, das ist okay, das wird gebaut. Gut, gucken wir mal, da könnten wir schon mal anfangen. Das brauchen wir. Okay, das sortiert es mir dann nachher eh. Ich mach mal kurz keine Sortierung, damit ich das nachher alles schnell hier unten wiederfinde. Ne, das ist der kleine Treibstofftank von irgendwas anderem noch. Stahlblöcke. Hier die 6 Bohrer, wichtig. Die müssen wir halt unten zusammenbauen. Ne? Hier oben ergibt es keinen Sinn, das Ding kriege ich niemals da runter.
Da ist er, der Treibstofftank. So, na, dann warten wir mal noch. Der macht noch ein paar Blöcke fertig. Genau, Cockpit und Schwebesystem und so fehlt natürlich auch noch. Okay, ich hätte ja auch hier ein bisschen was herstellen lassen können eigentlich. Moment. RCS. Lassen wir da mal was bauen. Dann nehme ich das hier raus und lasse ich nochmal hier drüben 4 Schubdüsen bauen. In der Hoffnung, dass... Wobei ich... Ne, nehmen wir da mal einen weg und dann... Nein! Dauert noch ein bisschen. Cockpit. RCS. Ach, guck mal. Promethium, stimmt. Die Frachtboxen, die großen, brauche ich jetzt eigentlich gerade auch erstmal nicht. Packen wir mal hier rein. Zelt hatte ich jetzt auch eher weniger benutzt. Lasse ich jetzt auch mal hier. Oh ja, Flammenwerferbenzin. Wollte ich gucken, ob ich das selber zurecht bauen kann. Und was brauchte ich für die... Ach, für die Reparaturstationen waren ja auch die Zaskosium irgendwas notwendig. Ne? Ja, Zaskosium-Legierung 5 Stück, ey. Alter Schwede. Na gut. Und was ist Flammenwerfer? So kann ich noch gar nicht, weil ich es noch nicht erlernt habe. Moment, vielleicht geht's hier. Ich kann selber keine Flammenwerfer bauen? Auch keine anderen Schutzanzüge, die musste man kaufen, ja? Raketenwerfer. Oh, stimmt. Kann ich Raketenwerfer bauen? Ja, den einfachen könnte ich bauen. Schweren Waffen-Upgrade-Bausatz bräuchte ich für einen T2. Den könnte ich bauen. Was braucht er für Munition? Zielsuchende. Okay, das ist auch geil. Zielsuchende. Magnesiumpulver. Okay, da haben wir irgendwo mal was gefunden. Das passt dann dort auch rein, ja? Hatte ich einen Raketenwerfer schon mal gefunden? Ach seht ihr, wir können auch noch mal ein paar... noch mal ein Bohrer, da kann das mal rein. Die normale Schrotflinte lasse ich mal, weil unsere bald kaputt ist. Ich pack Flammenwerfer erstmal hier mit rein. Normale Pistole bleibt hier. Ach so, das war die Schrotflinte. Die SMG können wir auch mal testen. Vom Lasergewehr war ich jetzt erstmal nicht so begeistert. Okay. Ich lasse dann später wieder sortieren, aber jetzt möchte ich erstmal alles da auf einem Haufen haben, was ich für den Bodengleiter brauche. Probieren wir mal, ob das reicht. Ich glaube, das war's, ne? Der, na gut, der macht noch ein paar. Das ist fertig. Das ist auch fertig. Dann müssten wir jetzt alles haben. Ich gehe nochmal durch. Das nicht, das. Nee, 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 nee. Nee. Nö, 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 nö. Gut. So, dann gehen wir mal runter und bauen uns mal so einen kleinen Bohrbodengleiter. Hier muss auch mal der Eingang besser irgendwie noch... Machen wir dann hier schon wieder... Ach, keine Ahnung. So, möchte ich wo meinen?
hier wäre es halt lustig, wie bei Minecraft so mit solchen Minecarts mit einer Lore runterfahren. Das wäre super, wenn es sowas gäbe. Ich meine, ja, ich könnte mir, oh, wie das Herz immer pocht, wenn ich ausdauere alles. Ich könnte mir als Bodengleiter so eine kleine Lore bauen. Das würde gehen, ja, aber. So. Als erstes das. Dann kriege ich das Ding auf jeden Fall eine Symmetrieachse. Danke. Genau. Das sinkt erstmal in sich zusammen, ist kein Problem. So, dann können wir schon mal das Cockpit. So, Rechtsklick, welches nehmen wir? Das ist auch ganz geil, ne? So ganz spitze Cockpits. Passt jetzt hierfür nicht. Da hätte ich schon eigentlich eher so ein freies ganz gern. Eigentlich, wenn ihr mit Stein arbeitest, ist natürlich so eine Kanzel nicht verkehrt. Ja, warum nicht? Ich mach mal Licht an. Habe ich die Scheinwerfer mitgenommen? Jo. So. Also ästhetisch wird es nicht. Da braucht er jetzt nicht drauf zu hoffen. Ne? Das ist... Muss mal gucken, wie groß die waren, die Bohrköpfe. Wir müssen das Teil aber erstmal anheben durch einen Antrieb und so. So. Das Teil drauf. Ah, das passt nicht mittig. Achso, warte mal. Doch. Achso, ich kann es nicht drehen. Ach, schade. Das musst du. Sonst hätte ich es hochkant gestellt und hätte es hier in die Mitte gepasst. Oh. Ja. Dann war es das für heute. Ne? Das ist jetzt. Das geht natürlich nicht. Da mein innerer Monk kapituliert. So, Treibstofftank. Dann setze ich den halt hier daneben. Und den Generator. Und dann diese RCS-Teile. Das ist mit Sicherheit zu viel, weil was ich hier jetzt baue. Keine Ahnung. So. weiß aber nicht, wie viel von RCS ich brauche. So, Schubdüsen, ja. Container. Ja, nee. Da wollte ich tatsächlich nur einen von bauen, sonst habe ich dann noch zwei im Inventar. Soll aber nur eine und zwei Erweiterungen. So rum wollte ich das machen. Dass es für den einen Container halt die beiden Erweiterungen gibt. Ich denke, das passt dann. Gut, dann haben wir noch die Schubdüsen. So. Dann wollte ich vorn eine dran bauen. Dass man auch so ein bisschen zurücksetzen kann, wisst ihr? So. Und links und rechts. Und wie gesagt, oben unten erledigt jetzt hoffentlich der Effektantrieb. Hab ich was vergessen? Steigen wir noch mal ein. Einschalten können wir es, aber es fehlt wieder Treibstoff. So. Huch! Ja. Ist relativ schnell. geht auch nach oben und geht auch nach unten. Okay, da brauche ich die anderen Schubdüsen nicht. Sehr gut, dann können wir schon mal so lassen und so weiter bearbeiten. Bisschen in der Luft, genau, da will ich ja gleich die Bohrsachen anhängen. Okay, und dann, also die eine Schubdüse brauchen wir schon mal nicht. Hier, die Scheinwerfer muss ich dann auch mal überlegen, wo wir die dran kleistern. Jetzt gucken wir mal, wie groß das ist. Ja, okay. Hände hoch, wer hat damit gerechnet, dass die so groß sind? Ich habe mich, glaube ich, genau damals auch gewundert, dass sie so groß sind. So, macht ja nichts. So. Und nochmal drüber.
Naja. Ich weiß nicht, ob das noch am Weg ist, wenn ich es anstelle. So. Geht doch, oder? Damals hatte ich es noch viel größer, da waren da viel mehr von den Teilen dran. Aber ich denke, das reicht. Könnte jetzt natürlich sein. Man hat jetzt nicht so den besten Ausblick nach vorne. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Man könnte, obwohl, man könnte die Kanzel natürlich höher setzen. Ja, wobei so hoch auch nicht. Das ist das Problem, weil die, ich weiß nicht, wie viel die absensen. Nimm's mal weg. Ich versuche die mal ein bisschen hier hochzusetzen, dass wir so ein kleines bisschen drüber illern können. Halt. Ja, das ist vielleicht zu hoch. Da kann es halt sein, dass das Cockpit nachher dann wieder... Das ist eine Nummer zu hoch, glaube ich. Nimm's mal ein runter, eine Ebene. Hä? Ey, frisst das Spiel meine Multiladung? Gehen die verloren, wenn ich sterbe? Oder warum ist es schon wieder alle? Das verstehe ich nicht. Oder habe ich die wieder aus... Nee, warte mal. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ah, Logistik. Ich komme gleich wieder. Ich habe mir doch 20 Multiladungen hergestellt. Nie und nimmer sind die aufgebraucht. Ich glaube, das Spiel... Weiß ich nicht. Habe ich die aus Versehen wieder gelagert? Aber eigentlich doch nicht. Merkwürdig. Nee. Nee. Das gibt's nicht. Echt? Die sind auch nicht in der Blackstar, oder? Nee, die ist leer. Okay, also das Spiel schluckt irgendwie meine Multiladung. Das ist natürlich doof. Ich nehme jetzt nur ein paar mit. Dass, falls die wieder irgendwie verloren gehen. Ist es ein Bug oder so? Weil. Oder gehen die bei Tod verloren? Aber das wäre das Einzige, was beim Tod irgendwie verschwindet. So ganz verstehe ich das nicht. Wer weiß. Was noch so abhanden kommt. Ist einer von euch in meiner Basis und klaut? Wir können es ruhig sagen. Schon okay. Na gut. Oh Gott, da ist es da ist es ungetüm. Cockpit noch mal ran. Ja, doch, könnte aber noch passen. Okay. Schon mal funktioniert. Wenn ich jetzt nach vorne bewege. Überlastungsschaden. Was? Was? 271 Schotter in der kurzen Zeit.
Was denn? Was für ein Überlastungsschaden? Was? Generator? Null Prozent. Huch. Muss hier ein größerer Generator rein? Oder mehr einfach wahrscheinlich? Ist er kaputt? 0%? Aber der hat ja gerade noch funktioniert. Das da unten können wir ignorieren, die 144,5%. Also es geht ja noch. Generator nur noch zu 99% intakt. Oh, nerv mich doch nicht. Wenn ich Leertaste dabei gedrückt halte, aber so ein bisschen nach vorne setze, geht schon. Also man kommt dann schon gut durch sogar. Okay, anscheinend müssen noch 1, 2, 3 Generatoren rein. Guck mal, wenn ich jetzt Vollgas gebe, hält der Treibstoff gerade mal noch 5,5 Minuten. Also ein bisschen bleibt man immer mal hängen, aber wenn ich dann zurücksetze, vielleicht ist die Kanzel doch oben zu weit oben. Also es geht schon. Wenn ich jetzt mal zurückfahre so ein bisschen. Ah, weiß nicht, jetzt hat sich es irgendwo hängt da. Huch. Okay. Ich komme jetzt auch gerade nicht zurück und ich kann. Oh scheiße, ich kann auch nicht aussteigen. Boah, mal hier oben. Scheiße. Alter! Uiuiui. Ah, okay, ich verstehe. Moment. Nehm die mal weg. Ich muss ein bisschen nach links drehen. Das habe ich nicht gesehen. Ja, irgendwo hängt da. Weiß aber nicht. Ich kann ja mal manuell befreien. Nicht nach unten fallen. Bin auch irgendwie nach oben gefahren. Ah, jetzt geht's, okay. So. Versuch mal wieder zurückzukommen. Ging schon gut ab, ne? Für die paar Meter jetzt. Dass man sich vielleicht. Jetzt hängt er wieder irgendwo. Warum? Schreibt mir gern, was. Oh ja. Was falsch läuft, was ich abändern muss. Vielleicht diese spitzen Kanten, vielleicht sollte ich das noch zu einem, die Hülle allgemein ein bisschen verbessern. Da ist ja, das ist jetzt erstmal nur so gebaut, dass es überhaupt funktioniert. Mal so zum Horizont ausrichten, dass es ein bisschen gerade ist, das Teil. Gut, ich meine, ich könnte es jetzt auch hier stehen lassen einfach. Aber hier muss auf jeden Fall noch mindestens ein, zwei Generatoren rein. Ich könnte den ja auch hier stehen lassen und einfach zurücklaufen. Das Teil finde ich ja so oder so, wenn ich meinen Gang entlang gehe. Ja, schon ein ordentliches Ding. Wenn ich da jetzt noch mit den Masseblöcken ankomme, dann könnte ich das vielleicht auch gewichtstechnisch ausgleichen. Ich weiß gar nicht, ob das hier. Doch, warte mal.
Man kann doch auch das Massezentrum sich anzeigen lassen. Ja, das ist natürlich relativ frontlastig. Vielleicht hinten noch Bohrer. Wenn ich hinten auch nochmal 6 Bohrer anbringe, dann ist ja die Masseverteilung wieder recht mittig, oder? Das ist jetzt meine einfachste und logischste Idee, die ich hätte. So, warte mal. 1600 Schotter, wenn sich das nicht gelohnt hat. Vielleicht kann ich die zweite. Ach so. Ja. Da sind zwei frei, okay. Gibt's von den Bohrern eigentlich Ausführungen? Nee, gibt's nur die eine. Okay, ja, wie sollen die auch anders aussehen? Okay. Na ja gut, wenn man das noch so ein bisschen verfeinert, so mit ringsrum und so. Ah, okay, wenn ich Escape drücke, dann komme ich raus. Naja. Bringt es was, wenn man hier die Ecken abrundet, oder? Das ist dem Spiel egal wahrscheinlich, ne? Also funktioniert. Mit Sicherheit von der Ausführung her geht's besser. Ich habe die extra ein bisschen unten angesetzt, damit das eigentlich gar nicht erst passiert. Aber eventuell die untere noch eine Etage runter. Ich glaube, das ist okay, wenn die eine Lücke zueinander haben. Also wenn hier eins frei wäre. Aber schreibt mir das gern. Da können wir hier nochmal her zurück. Aber wir haben schon ordentlich hier was aus dem Fels gejagt. Hier vorne ging es noch gut. Aber irgendwann, so nach 50 Metern, ging es dann so ein bisschen nach oben. Das fiel mir überhaupt nicht auf. Weil ich da gar nicht drauf geachtet habe, wie der steht, der Gleiter. Auf jeden Fall 1500 Schotter ist eine feine Sache. Wie war denn der Umrechnungskurs? 10 Schotter, ein Kupfer-Siliziumerz oder so? Ja, da pumpt er wieder. Alter Pumper. Ach, das ist ein Minigun-Patron. Na gut, die brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Es gibt ja auch, was ich auch gut finde. Hier, das ist so der kleinste Gleiter irgendwie, den es gibt. Brauchst nur sehr wenig und ist eigentlich eine geile Sache. Den hatte ich mir damals auch gebaut. Blue Mist. Oh, das ist ja schick. Ey, das sieht mega gut aus mit den Fenstern hier vorne. Wieso komme ich nicht auf sowas? Der hat einen Heckspoiler dran. Wie hat er den denn gebaut? Aha. Ja, müssen wir beim Raumschiff auch, ne? Ihr wisst, je mehr Spoiler so ein Raumschiff hat, desto besser bewegt sich es im Weltall. Ganz klar, da ist es auch ganz enorm wichtig, dass die Aerodynamik stimmt. So, wo ist er denn? Da oben. Erstmal sortiere ich hier wieder ein paar Sachen rein. Das. Hier kommt der ganze Schotter rein. Dann haben wir da auch wenigstens mal wieder was. Ach so, 15 Schotter. Na gut, trotzdem, ja, das wären eine ganze Menge Eisenerz, die wir herstellen können. 10. Okay. Gut. Da haben wir ein bisschen Schotter. Das hier draußen läuft, denke ich, ne? Batterie 34%. Ja, Licht stimmt. Ich möchte eigentlich mehr jetzt aus den Stahlblöcken bauen. Denn dadurch, dass wir so viel Stahl haben, wir können ruhig alle mal ein paar produzieren. So, wir gehen mal schlafen und am nächsten Tag sind die fertig.
Ah, schöne Aussicht. Moment. Hab ich doch glatt vergessen, die weiß zu machen. So, jetzt passt's. Okay, wunderbar. Hm. 39, okay, nee, wird schon. Dann sollten die auf jeden Fall so gut wie alle durch sein. Ja, okay, 1800. Und dann können wir mal überlegen, wie wir das hier drin so ein bisschen abgrenzen. Das muss jetzt kein geschlossener Raum eigentlich sein. Ich finde die Wände eigentlich ganz cool, aber wie sehen die denn aus? Man muss hier nicht auf den Rauchabzug achten wie bei Valheim. Schon mal gut. So, den kann ich gar keine Text. Ach so. Ja gut, hat auch ein bisschen was Edles immerhin. Auch wieder weiß. So irgendwie. Oder, pass auf, auch gut. Wäre auch eine Idee. Hätten wir wieder eine Mauer, will ja auch keiner. Ja gut, und schwarz ist mega dumm, dann siehst du das ja gar nicht richtig. Ja, so ein dunkles Grau oder so. Wobei, das Rot könnten wir eigentlich lassen. Vielleicht ein bisschen dunkler? Nee. Ich weiß nicht. Jetzt bin ich mir wieder unsicher, ob ich hier überhaupt eine Mauer drin haben möchte. Oder das nicht irgendwie anders abgrenzen kann durch irgendwelche Sachen. Flup. Gibt's das nicht? Ah ja, oh, obwohl. Ja, ich habe da noch eine andere Idee. Könnte das hier auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Gucken wir mal. Oder? Dann ist nicht ganz so zu, aber es ist ein bisschen was gebaut, immerhin. Gibt es von den kleinen eine Ecke oder muss ich wieder hoch? Ich muss wieder hoch. Könnte man hier eine Ecke bauen? Und hier auch nochmal das Spielchen machen. Halt. Hier vielleicht der Eingang dann rein.
So. So vielleicht? Ja, Bodentextur haben wir auch noch nicht, ne? Oh, schön. Okay. Ach, hier gibt es die Holztexturen. Bei den Stahlwänden gibt es die Holztexturen. Okay, jetzt sieht es ein bisschen aus wie bei den Talon. Oder draußen im Gewächshaus. Nee, es gefällt mir ganz gut, aber nicht hier. Ein bisschen dunkler mache. Ja, so dunkel gefällt es mir sogar noch besser. Ja, gut, ich hätte auch so eine normale halbhohe Wand bauen können. Stimmt, es gibt ja hier die Blöcke. Wäre auch gegangen. Aber die gibt es nicht um die Ecke. Doch, gibt's. Wie sieht es aus, wenn wir nur die kleinen nehmen? Würde vielleicht auch gehen. Ich blöd, Mann. Das da wollte ich. Ja, nee, Holz hier drin passt irgendwie nicht. Beißt sich aktuell mit dem Boden, aber der Boden ist ja noch nicht. Noch gar nicht fertig. Ja gut, wenn ich das jetzt auch grau mache, dann macht es das nicht besser. Das ist nicht so schlecht. Ich glaube, ich nehme das noch eins vor. Ja, fast. Oder die Säule mit integrieren, da könnte ich es noch eins vornehmen. Hä? Was hab ich jetzt? Moment. Ich switch mal. Achso, der switcht da wieder hin zurück, weil ich da irgendwie auf Escape gedrückt habe. Okay. Gut. Gibt da schon wieder Hunger hier? Raffi sollte noch, das gibt's ja nicht. Schon wieder das falsche Werkzeug. So. Okay. Vielleicht nehme ich auch für den Boden hier gar nicht dieses Marmor-ähnliche, sondern einfach nur normales Schwarz.
Ja, sorry, wenn ich da manchmal nicht so viel rede. Ich versuche mich dann schon so ein bisschen. Er gefällt mir aber irgendwie. Was haben wir denn noch? Was ist das hier? Bisschen zu viel des Guten, oder? Ja, wobei. Nicht so blöd. Gerade für so eine Bauecke. Eigentlich doch. Ach komm. Hiervon. Das muss schon. So, das passt dann hier doch nicht so ganz irgendwie. Das muss was anderes sein. Oder? So. Ist jetzt zwar auch wieder grau, aber gleichmäßiger. Mist. Hab ich das Ding wieder grau gemacht? Ach komm. Komme ich nicht rein, auch da. Da denkt immer, ich will den Konstruktor bemalen. Geht eigentlich, oder? Ich meine, ist jetzt natürlich nicht so die feine Art mit diesen roten hier ringsrum. Weiß nicht, ob mir das auf Dauer zu viel ist, wisst ihr? Was ist denn das? Ah, okay. Das ist, die Farbe übernimmt es immer, aber der Rest sieht dann blöd aus. Auch nicht verkehrt. Wieso machst du das hier drüben andersrum? Weil das eine Ecke ist? Ja, toll. Man könnte auch sagen, man lässt die Ecke einfach hier so offen, dass man hier so rein kann. Ja, dann ist wieder zu wandähnlich da hinten. Sieht das denn schwarz aus? Ah, okay, dann ist es Licht oder was das da unten sein soll, auch anders. Okay. Naja, aber so wäre es doch jetzt gar nicht so verkehrt, oder? Ich einfach die Ecke offen lasse. Ach ja. Ist das? Ich hatte ja noch Minigun-Patronen, die ich gar nicht. Wo habe ich denn jetzt schon wieder Schrotflinten? Ey, sorry. Kann es sein, dass es. Immer wenn irgendwas mit der Multiladung komisch ist, dass ich Schrotflintenladung bekomme?
Wo habe ich denn die jetzt her? Auch vorhin schon mal. In den letzten zwei Folgen war das... Hä? Es entzieht sich mir komplett. Wo wir jetzt so viel Schrotflintenmunition hier haben. Das ergibt gar keinen Sinn. Ich glaube, da gibt es irgendeinen Bug. Ich packe da mal welche hier rein. Die brauche ich ja nicht alle. So. Also das finde ich jetzt nicht so verkehrt. Mit Licht würde ich halt gerne noch arbeiten. Habe ich noch irgendwo Licht? Die meine ich nicht. Das auch nicht. Das ist die Key-Matrix. Können wir vielleicht immer mal mit uns führen. Das ist natürlich auch, wenn ich den... Wenn ich den großen Konstruktor anschmeiße, wo braucht er, auch wenn ich nur die kleinen Sachen herstelle, wo braucht er, glaube ich, deutlich mehr Energie. Aber der nimmt immer erst das, so, den Solarstrom, kann das sein? Weil Kraftstoff habe ich nie wieder aufgefüllt und das hat sich nie gesenkt. Das wäre auch ganz cool. Ach, schon fertig. Cool. Ja. Nee, rot nicht. Ist ein bisschen was Bläuliches. Ja, Mist, ja, da kriege ich nichts mehr hinter. Das ist natürlich jetzt... Gut, die könnte ich zur Not... da so ein bisschen an die Wand nageln. Wenn ich da nochmal irgendwo eine Lampe haben möchte. Ach so, ja, warum nicht? Oder? Was sagten ihr? Könnt auch hier so ein paar schöne... Gut, jetzt ist hier schon Licht, aber kein richtiges. Es, irgendwie ist schon ganz cool, aber es ist noch nicht fertig. Gefällt mir schon irgendwo. Bin ich schon ein bisschen zufrieden. So, ich kann mal ein Bild machen. So. Okay. Komm, ein paar Minütchen machen wir noch. Ja, das da muss natürlich auch zu. Ja. Danke. Da habe ich gerade die Blöcke getauscht. Gut, dass dahinter ein Fenster ist.
Scheiße ist natürlich auch mega behämmert. Bräuchte ich auch die ja nicht. So, die waren hier drin aber anders, ne? Was hatte ich denn da genommen? Diese Steinwand, welche war das? War das die? Nee, die hier. Kloppt. Welche Wand war denn das? Die ist es nicht, die ist es nicht. Ist das nicht die? Bist du da sicher, Spiel, dass es nicht die Wand ist? Doch. Oder? Was habe ich noch? Ach, die ist es. Okay. Gut. Okay, und das hier drüben war... Das oder was? Was eine Nummer dunkler? So, oder? Das gefällt mir irgendwie nicht. Ja, so ist ein bisschen schicker. Hier bin ich ganz zufrieden mit der Ecke jetzt erstmal. Ist gar nicht, ob ich die denn hier hinten bräuchte. So, da hinten an die Wand bekomme ich eh keine mehr, aber... Hier vielleicht gar keine zwei. Da noch eine. Dann reicht's vielleicht auch. Ja, oder? Oder so ein Blau? Das finde ich auch ganz nett. Ja, das ist auch ganz cool. Wirkt einladend auf mich. Oder? Ja, guck mal, der Eingang ist auch viel besser. Gut, links ist noch nicht fertig. Da fehlen noch zwei in die Richtung. Das muss ich die Wand da drin nochmal bauen. Okay, dann ist aber das auch erstmal... Wo ist sie denn? Hier. Hier? Ach komm. So.
Okay. Ja. Können auch die anderen Säulen so färben, aber vielleicht können wir da echt noch ein paar. Naja, fast. Noch ein paar wegnehmen. Ah ja. Ja, da müsste ich vielleicht. Ups, auch nochmal überarbeiten. So. Wir probieren einfach noch mal ein bisschen rum jetzt. Komm schon. So. Ich glaube, in den weiß-schwarzen Säulen gefällt es mir viel besser. Warum habe ich denn die nicht geändert? Dann nehmen wir sie ganz weg. So. Ja, wie gesagt, vielleicht kriegen wir hier noch ein paar weg, dass die gar nicht notwendig sind. Aber der Teil gefällt mir schon mal echt gut. Das ist gar keine schlechte Sache. Na gut, ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich überlege mir, was wir dann machen. Entweder wir bauen hier noch irgendwo so ein bisschen rum. Ja, oder ich gucke jetzt erstmal die nächsten ein, zwei Tage, werde ich wahrscheinlich für mich jetzt nicht aufnehmen. Ich habe ein paar Folgen im Voraus. Das ist gerade nicht viel. Vier oder so, 4 Tage, maximal 5. Und dann kann ich nochmal auf so ein paar Sachen wieder eingehen, die immer in der Zwischenzeit neu geschrieben habt. Gut, ja, dann war es das von mir erstmal für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.